vielleicht auch noch an Ihren ersten Kuss. Erzählen Sie doch bitte mal. An meinen ersten Kuss? Sie können sich doch bestimmt noch an Ihren ersten Kuss erinnern. Muss ich vormachen. Uhr in Sat 1. Capture, Komplex Liposom, ein revolutionäres Gel gegen das Altern der Haut. Sehr oft begleitet die Verhärtung der Zellmembran das Altern. Im Wesentlichen besteht die Zellmembran aus flüssigen und beweglichen Molekülen. Mit zunehmendem Alter verhärten sich diese durch die Anhäufung verhärtender Substanzen, wie zum Beispiel Cholesterol. Nach dieser Entdeckung haben die Christian Dior Laboratorien in Zusammenarbeit mit einem Team des Institut Pasteur das Christian Dior Liposom entwickelt. Das Liposom ist eine Mikrokapsel pflanzlichen Ursprungs. Es besteht aus den gleichen flüssigen und mobilen Molekülen wie die Zellmembran und enthält spezifische Anti-Aging-Wirkstoffe. Thymusextrakte zur Zellerneuerung, Elastin und Kollagen zur Gewebserneuerung. Unendlich klein reißt das Liposom durch die Hautschichten zu seinem Ziel, der Zelle. Trifft es auf diese, verknüpfen sich zwei Aktionen. Das Liposom verbindet sich mit der Zellmembran und erhöht deren Flüssigkeitsgrad. Die freigesetzten Aktivstoffe reaktivieren die Zellaktivität. 3 Tropfen Capture morgens und abends und Ihr Teint ist wieder frisch. Die Falten sind gemildert, die Haut hat wieder Spannkraft. Die Tests sind überzeugend. Schon nach den ersten Tagen empfanden 80% der Frauen ihre Haut als besonders sanft. 80% waren von ihrer Glätte begeistert und 60% stellten eine sichtbare Verbesserung der Ausstrahlung ihrer Haut fest. Nach 2-wöchiger Anwendung konnte man bei 71% der Frauen eine beachtliche Verringerung der Faltentiefe feststellen. 90% aller Frauen äußerten sich positiv über den veränderten Allgemeinzustand ihrer Haut durch Capture. 60% stellten eine verbesserte Spannkraft fest und 58% lobten die gesteigerte Geschmeidigkeit der Haut. Capture, der Sieg der Wissenschaft über die Zeit. Wenn Ihnen die Gesundheit Ihrer Familie am Herzen liegt, dann geben Sie ihr Liebe und hohes C. Eine Flasche enthält das Vitamin C von 4 Pfund Orangen. Hohes C, reich an natürlichem Vitamin C, so wichtig wie das tägliche Brot. Wenn Sie plötzlich auf eine Wäscheleine stoßen, die noch länger ist als die vom Weißen Riesen, dann ist es der neue Weiße Riese, der 10% ergiebiger ist und jetzt noch mehr saubere Wäsche auf die Leine bringt. Der Weiße Riese mit der besseren Rezeptur, jetzt 10% ergiebiger. Das macht eine Menge aus. Guten Abend, liebe Zuschauer, die Spätnachrichten von Sat1 Blick. 2 weitere Regimekritiker aus der DDR sind heute am späten Abend in die Bundesrepublik gekommen. Die Malerin Bärbel Bohley und ihr Lebensgefährte Werner Fischer. Bärbel Bohley wurden von den DDR-Behörden landesverräterische Beziehungen vorgeworfen. Als einzige der bisher Freigelassenen sollen die beiden sogar spezielle Visa in ihren Pässen haben, mit denen sie in die DDR zurückkehren können. Damit scheinen sich Informationen aus Ostberliner Kirchenkreisen zu bestätigen, wonach alle im Januar verhafteten Regimegegner noch in dieser Woche in den Westen reisen dürfen, wenn sie es wollen. DDR-Staatschef Honecker soll das persönlich versprochen haben.
Schon heute Nachmittag war der Kirchenmitarbeiter Ralf Hirsch in den Westen gekommen, sowie der Wissenschaftler Wolfgang Templin mit Frau und Kindern. Soweit diese neuesten Meldungen aus der DDR. Die Situation in der Stahlindustrie an Rhein und Ruhr spitzt sich zu. Vor dem Hintergrund der Radikalisierung der Stahlarbeiter nach den Vorgängen in Rheinhausen gestalten sich die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und der IG Metall jetzt schwieriger denn je. Siebte Tarifrunde für die 140.000 Arbeitnehmer der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Osnabrück in Düsseldorf. Erneut erwartet eine Delegation der Stahlarbeiter aus dem Krisengebiet Ruhr die Tarifpartner. Die Demonstrationen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Metallerbasis bereit ist, für die Forderungen zu streiken. Die IG Metall will Lohnerhöhungen und eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber sind bereit, über Arbeitszeitverkürzungen nur dann zu reden, wenn auf Einkommensverbesserungen verzichtet wird. Auch nach einer langen Verhandlungspause, in der beide Seiten zu internen Gesprächen zusammenkamen, wurde jegliche Stellungnahme zu Fortschritten verweigert. Noch am späten Abend tagen die Tarifparteien hinter verschlossenen Türen. Lange Zeit galt die Vorruhestandsregelung als ein Heilmittel gegen die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik. Umso überraschender kam dieser Tage die Ankündigung aus Bonn, das Gesetz zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Die Sozialdemokraten verlangen eine Verlängerung des Vorruhestandes, während die Regierungskoalition künftig auf anderem Wege gegen die Arbeitslosigkeit vorgehen will. Über diese Pläne liegen allerdings noch gar keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch. In einer Aktuellen Stunde im Bundestag zum Thema Vorruhestand ging es heute denn auch entsprechend hoch her. SPD und Grüne warfen der Bundesregierung Zynismus, Konzeptionslosigkeit und unmenschliches Handeln gegenüber den Arbeitslosen vor, wenn der Vorruhestand als einziger Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit abgeschafft werde. Bei der FDP hielt man die Regelung für zu teuer und relativ wirkungslos. Teilrentenvorschläge müssten sogar längere Arbeitszeiten vorsehen. Mein Wunsch wäre es, Arbeitszeit nach Maß, nach den Wünschen der Menschen, nicht Arbeitszeit von der Stange. Wir sind auf die Mitwirkung von Arbeitgebern und Gewerkschaften angewiesen. Nach Ansicht der SPD sei ein Teilvorruhestand nicht finanzierbar, da das Defizit der Nürnberger Anstalt für Arbeit bis 89 bereits in die Milliarden gehen könne. Bevor wir darüber nachdenken, wie wir Menschen länger in Arbeit lassen, ist doch erstmal die Frage zu stellen, woher kommen die Arbeitsplätze, damit 2,5 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz finden, meine Damen und Herren. Bleibt für die Betroffenen nur zu hoffen, dass recht bald ein tragfähiges Konzept auf den Tisch kommt. Zwei Angestellte des UNO-Hilfswerks für Palästinenserflüchtlinge sind heute Morgen in der südlibanesischen Hafenstadt Sidon entführt worden. Es sind der 44-jährige Schwede Jan Stenning und der 58 Jahre alte William Jorgensen. Beide arbeiten seit einem Jahr als Versorgungshelfer in einem palästinensischen Flüchtlingslager. Unbekannt ist noch, wer die Entführer sind. Auch weiß man nicht, ob inzwischen zwischen dem Verschwinden der Skandinavier und der jüngsten Entführung des Deutsch-Libanesen Ralf Schrey ein Zusammenhang besteht. Inzwischen haben alle ausländischen UNO-Mitarbeiter im Libanon aus Protest gegen die Entführung ihre Arbeit niedergelegt. Und UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar forderte die sofortige Freilassung der beiden UNO-Mitarbeiter. Die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, HBV, will in den Tarifverhandlungen Gehaltserhöhungen von 5,5% und die Einführung der 38-Stunden-Woche fordern. Die HBV ist allerdings bereit, Arbeitszeitverkürzungen auf Gehaltserhöhungen anzurechnen. Die erste Tarifrunde für die fast 400.000 Angestellten bei Banken und Sparkassen ist für den 26. Februar angesetzt. Einen Zentner Kokain haben Beamte des Bundeskriminalamtes jetzt auf dem Frankfurter Flughafen beschlagnahmt. Noch nie wurde in der Bundesrepublik so viel Kokain auf einmal gefunden. Das Rauschgift war in einer Luftfrachtsendung mit Zierfischen. Der 39-jährige Zoohändler und ein 32-jähriger Kolumbianer wurden festgenommen. In Oslo wurde heute bestätigt, dass der sowjetische Parteichef